Danke, Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich bin überzeugt davon, Ziel von Gesundheitspolitikerinnen und Politikern muss es sein, die Versorgungssicherheit sicherzustellen, die hohe Qualität sicherzustellen und vor allem Ärzte und Ärztinnen eines eigenen persönlichen Vertrauens auch in Zukunft sicherzustellen. Das möglichst monatsnah und vor allem auch kostenlos. Ich denke mir, das ist die oberste Priorität von Gesundheitspolitikerinnen und Politikern. Ich bin überzeugt davon, mit dem Primärversorgungsgesetz, das wir heute beschließen werden, kommen wir diesen Anforderungen, die wir an uns selber haben sollen, einen großen Schritt näher. Wir ermöglichen es mit diesem Gesetz, Ärztinnen und Ärzte in vernetzten Praxen zu arbeiten, in Netzwerken zu arbeiten, aber nicht nur. Die Ministerin hatte schon angesprochen, es können auch Pflegerinnen in diesem Netzwerk mitarbeiten, es können Physiotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Diätologinnen mitarbeiten, also ein multiprofessionelles Team, das sich in Zukunft um die Gesundheit der Menschen kümmern wird. Wir werden damit, und da bin ich überzeugt davon, für die Ärztinnen und Ärzte, für die Gesundheitsberufe Verbesserungen schaffen, mehr an die Lebensbedingungen von jenen Gesundheitsberufen näher treten. Wir werden aber auch für die Patientinnen Vorteile schaffen, nämlich mit den längeren Öffnungszeiten, die wir schon angesprochen haben, und auch mit den multiprofessionellen Teams. Und das möchte ich schon auch sagen, es wird auch in Zukunft Ärzte und Ärztinnen des Vertrauens geben. In den Zentren oder Netzwerken arbeiten ja keine anonymen Roboter. Es werden Ärztinnen und Ärzte sein, die zu den Patientinnen und Patienten genauso Vertrauen aufbauen, wie es jetzt die Allgemeinmediziner in Hausarztpraxen tun werden. Auch das wird in Zukunft in den Zentren oder in den Netzwerken, in den Gesundheitsversorgungszentren, Netzwerken passieren. Ich bin überzeugt davon, geschätzte Damen und Herren. Und man kann Probleme unterschiedlich sich anschauen und bewältigen. Man kann sich nach dem guten Alten sehnen. Man kann keine Veränderung zulassen, man kann den Menschen Angst machen oder man kann aktiv gestalten, man kann Verantwortung übernehmen und man kann das System, das gut ist, auch in Zukunft positiv weiterentwickeln, um den Menschen auch in Zukunft die Gesundheitsversorgung hundertprozentig sicherzustellen. Mit dem Primärversorgungsgesetz bin ich überzeugt davon, schaffen wir eine Win-Win-Situation für die Patientinnen und auch für die Ärztinnen der Zukunft. Ich bin überzeugt davon und hoffe, dass alle zustimmen werden. Ein Wort noch zum Eigenregressabschaffen vom Antrag von den Freiheitlichen. Wir werden diesem Antrag heute nicht zustimmen, weil wir vom Parlament aus versuchen, einen Initiativantrag zu machen oder auch gleich eine Gesetzesänderung. Und wir werden uns in den nächsten Stunden noch anstrengen, damit wir vom Parlament aus tätig werden und nicht die Regierung auffordern, tätig zu werden. Dankeschön. Das war Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ.